Glück auf, liebe Schalker und moin moin, liebe Fußballfreunde. Kurzes Vorwort, das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Bitte seid nachsichtig mit mir, gebt mir gerne Tipps oder Hinweise in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn wir Schalker hier auf diesem Kanal mehr werden. Ihr könnt uns gerne auch die Stadion-Vlogs abschicken. Zuletzt jetzt gegen Hannover, jetzt am Wochenende gegen Nürnberg. Ich freue mich riesig. Das war das kurze Vorwort. Jetzt viel Spaß mit den News. Ich habe mir drei News rausgesucht, im Gedanken, dass die eigentlich ganz interessant sind. Fangen wir an. Zum ersten werden Transfer-News rund um Uhr Traogo. Und zwar die Entscheidung steht wohl bevor. Unser Juwel Asan, welches in dieser Saison sehr oft verletzt war, kommt auf 14 Einsätze in dieser Saison, hat 2 Tore geschossen in der Zeit und immerhin auch 2 Assists gegeben. Das letzte war ja gegen Hannover die 1:0 Führung relativ früh im Spiel, die wir leider nicht halten konnten, sorgt momentan wieder für Schlagzeilen. Nach Sky-Informationen möchte er sich zeitnah äußern, weiterhin wird er aber von Red Bull Leipzig und auch Eintracht Frankfurt stark umworben, aber auch Bayern München ist nach wie vor an unserem Juwel interessiert. Zu Bayern wurde laut Medienberichten aber gesagt, sei ein Wechsel nur denkbar bzw. realistisch, wenn der neue Bayern-Trainer tatsächlich Einsatzzeiten garantieren könne. Ob das im Star-Ensemble von Bayern München aber gewährleistet ist, das ist doch eher fraglich. Aber auch Teams aus dem Ausland werben um Uwe Traogo. Da fallen Namen wie Newcastle United, AS Rom oder aber Atalanta Bergamo. Aber auch bei uns stellt sich Asan seine Zukunft vor. Dafür müssten wir aber zwingend die Liga halten. Er fühlt sich bei uns sehr wohl, sagt er selber. Und die Nähe zu seiner Heimatstadt Mülheim ist gegeben. Aber natürlich weiß er auch, dass er eine Menge wert ist, beziehungsweise einen hohen Marktwert hat. Mit 8 Millionen ist sein Marktwert der mit Abstand höchste in unserem Kader und weiß, dass er und Schalke eine Menge Geld einbringen würde. Aber mit den Verantwortlichen wurde dahingehend noch nicht weiter gesprochen. Kennt ihr noch Omar Mascarell? Da spielte er 2018 bis 2021 für uns Schalke. Leider gehörte er auch zur Abstiegsmannschaft. Damals in der dunklen Saison. Circa 10 Millionen Euro zahlten wir damals für Omar. Naja, ob er das wert war. Nun äußerte er sich bei Ruhr24 über seine turbulente Zeit und über die Vereinsführung. Er sprach davon, dass so ein großer Verein wie Schalke mit so tollen Fans etwas Besseres verdient und er hofft, dass die Klasse gehalten wird und dass wir in der nächsten Saison wieder aufsteigen und wieder in der Bundesliga spielen können. Das wünschen wir uns doch alle. Wie realistisch das ist, das bleibt wirklich abzuwarten. Zumindest der Klassenerhalt muss erkämpft werden in dieser Saison. Da sind wir uns, denke ich, wirklich alle einig. Dann hat er aber auch noch davon erzählt, wie es war für den S04 zu spielen. Das Trikot wiege schwerer als das anderer Teams, weil der Verein halt so groß ist. Ne? Nicht alle Spieler, vor allem auch junge Spieler, kommen überhaupt nicht mit diesem Druck klar. Beziehungsweise wissen gar nicht, worauf sie sich wirklich einlassen. Denn von allen Seiten ist immer permanente Unruhe zu spüren. Sei es von den Fans, sei es von den Medien. Ne? Immer ist irgendwas, vor allem wenn es nicht läuft. Das wissen wir alle zur Genüge. Wie gerade angesprochen, er weiß ja, wovon er redet. Ne? 5 Trainer sind damals in der Abstiegssaison ja, Teil unseres Teams gewesen. Geholfen hat wirklich keiner. Das war verhext damals. Wirklich, wirklich schlimm. Zur Vereinsführung kann er nur sagen, dass das Fachwissen teilweise einfach gar nicht vorhanden war. Was er aber nicht dazu sagte, ob er nur die damalige Vereinsführung meinte oder aber auch eventuell die aktuelle Vereinsführung. Weil so viele Leute sind
gegangen, sind gekommen. Und ja, eigentlich unterstreicht das die These des unruhigen Vereins. Tja, wir Schalker waren wohl nie wirklich einfach, ne? Er absolvierte 71 Partien für unseren Verein, immerhin ein Tor geschossen, 4 Vorlagen gegeben, aber immerhin 14 gelbe Karten gesammelt. 2 davon sogar in der Champions League. Klingt verrückt, aber so war es. Mittlerweile spielt er bei Mallorca. Vor 2 Wochen im Finale der Copa del Rey gespielt gegen Athletic Bilbao, haben dort im Elfmeterschießen verloren, aber ist auch gar keine Schande, denn Athletic Bilbao schoss uns ja aus der Europa League in der Saison 2011-2012. Damals war ich noch im Stadion mit meinen Kumpels, davor gegen Pilsen, dann gegen Twente Enschede und dann kam Bilbao, da war unsere Siegessträhne dann vorbei. Sehr, sehr schade. Aber es waren geile Erlebnisse, wirklich. Damals mit dem Team noch, die Spieler, die wir hatten, unglaublich. Davon sind wir meilenweit entfernt. Und dann zuletzt unsere Nummer 41, Henning Matriciani. Fußballgott wird ja von vielen gerufen. Aufgrund seiner Leistungen, vor allem zuletzt, kann es eigentlich nicht sein. Also ist es eher, um ihn zu verhöhnen. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Denn vor 1-2 Jahren war er gar nicht so schlecht. Klar, seine schlaksige Art und so weiter war immer ein bisschen merkwürdig anzuschauen, aber er war ja immerhin in der Nationalmannschaft. Aber das war auch eine schwere Zeit in der Nationalmannschaft. Nicht unbedingt für Henning, aber wir alle wissen, wie unsere DFB-Elf vor einigen Jahren noch gespielt hat. Aber darum geht's nicht. Er spielt momentan gar keine Rolle mehr. Ja, tatsächlich. Eventuell könnt ihr euch an das Interview von Kari Gerards auch bei Ruhr 24 im Dezember erinnern, wo er sagt, er ist ein Wahnsinnskämpfer und so, so wichtig fürs Team. Aber mittlerweile spielt er gar keine Rolle mehr. Ist einfach nicht mehr gefragt. 24 Jahre jung. Zuletzt stand Matriciani gegen die Hertha BSC aus Berlin. 90 Minuten auf dem Platz. Aber oh Mann. Wirklich, keiner unserer Jungs konnte wirklich überzeugen. Aber Henning hat es komplett erwischt. Immer wieder rauschten die Angriffe über seine Seite auf unser Tor zu. Und ja, wir alle wissen, dass Matriciani überhaupt gar keine Chance hatte, diese Angriffe irgendwie nur ja, irgendwas entgegenzuwirken. Ja, so oder so total verunsichert und dann gegen die schnellen Angreifer von Berlin gar keine Chance. Wirklich. Immerhin, dann eine Woche drauf und dann nochmal 20 Minuten Einsatzzeit. Na, ab der 70. Minute wurde er eingewechselt beim Stand von 0:0 gegen den KSC. Cedric Brunner hat von Anfang an gespielt, hat auch eine solide Partie gemacht. Und dann kam Matriciani, immerhin kein Gegentor kassiert. Wie er aber gespielt hat, steht mir nicht frei, das zu entscheiden. Dafür habe ich das Spiel zu wenig verfolgen können. Und dann, ja, für ihn das Super-GAU. Gegen Hannover stand er nicht mal mehr im Kader. Er war weder verletzt noch krank. Was ist also los mit unserer Nummer 41? Sehr, sehr schade. Ich mag ihn eigentlich sehr, auch aufgrund seiner schlaksigen Art. Aber er ist halt total verunsichert. Und man kann wirklich nur für ihn hoffen, dass er sich vielleicht noch mal aufrappelt. Vielleicht tut ihn einem Vereinswechsel ganz gut. Aber ja, man weiß es halt nicht. Wieder durfte Cedric Brunner starten. Das war der, der die Band die ganze Zeit bei den Einwürfen verschoben hat. Übelst lustig anzuschauen. Jedes Mal kickt er die Werbebande einfach weg zum Einwurf. Übelst lustig. Und jedes Mal kam wieder ein Helfer und hat die wieder gerichtet. Nur kurz am Rande. Und dann wurde für Cedric Brunner später Steven van der Sloot eingewechselt. Hat sein Debüt damit gefeiert in der zweiten Bundesliga.
hat jetzt auch nicht überragend gespielt. Aber in der zweiten Halbzeit hat das nicht, also hat das kaum einer von uns gemacht. Ja, das war keine gute Leistung von uns in der zweiten Halbzeit gegen Hannover. Und er konnte noch nicht überzeugen, aber wir hofften so oder so, dass er früher schon in der Saison gebracht wird. Aber jetzt war es endlich soweit. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Aber selbst Brandon Suppi, unsere Langzeitbaustelle, steht wohl in der Rangliste vor Henning Matriciani. Und das, obwohl er verletzt ist. Aber wenn er gespielt hat, hat er stets überzeugt. Ich mag Suppi so sehr. Das ist ein richtig guter Fußballer. Mir gefällt er jedes Mal, wenn er spielt. Aber diese muskuläre Scheiße bei ihm, das ist einfach nur der Wahnsinn, wirklich. Naja, und jetzt am Samstagabend gegen Nürnberg, da ist wohl auch Ron Schallenberg wieder am Start. Dann sieht es um Henning noch schlechter aus, wenn der nächste Spieler wieder da ist. 20.30 Uhr ist ja Anstoß. Es wird wahrscheinlich auch auf dem Vereinskalender ein riesiges Fest geben. Ansonsten bei der Neueröffnung von Pottleber, wenn ihr möchtet, schreibe ich euch gerne in die Kommentare den neuen Standort. Dort gibt es Freibier und Currywurst und ein riesiges Angebot natürlich von Pottleber an sich. Könnt ihr sehr gerne auch mit vielleicht Nürnberger Freunden vorbeischauen, wenn ihr dazu Lust habt. Schallenberg soll jetzt erstmalig heute wieder beim Mannschaftstraining mit dabei sein. 14.30 Uhr ist ja öffentliches Training. Also heute Morgen sind gut die Wolken vorbeigezogen. Ob es regnet oder ob es trocken bleibt, das vermag ich als Wetterfee jetzt nicht zu sagen. Aber wenn ihr Lust habt und eh in der Gegend seid, könnt ihr beim Mannschaftstraining vorbeifahren und schauen, wie es vielleicht Henning geht und natürlich auch allen anderen Spielern. Das war's an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mein erstes Mal. Tut mir leid für eventuelle Versprecher, für Unsicherheiten. Wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, was man besser machen kann und ob es euch generell gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ich euer Feedback lesen kann. Und wir sehen uns dann hoffentlich am Samstag in der Arena oder wenn ihr möchtet, vorher noch meine News. Ansonsten checkt gerne meine vorhandenen Stadion-Vlogs aus. Bis dahin, Glück auf und bis zum nächsten Mal.